So, willkommen zurück bei Dark Souls mit Eberhard. Warte mal, willst du nicht mit Hi-Ho anfangen? Mit wem? Mit Hi-Ho? Hi-Ho, ja, Hi-Ho. Ich meine nicht diesen Zwerge, ne? Hi-Ho, Hi-Ho. Mein Standardspruch ist so. Ja. Und ich habe mir jemanden dazugeholt. Einen, ja, Profi. Typen von der Straße, den er gerade Genau. getroffen hat. Genau. Jetzt, wo ich gerade hier wieder in alter Umgebung bin, dachte ich mir so, nehme ich den mal mit. Wird ganz bestimmt lustig, wenn wir hier die Leiter runterrutschen. Hui! So. Nein, ehrlich gesagt bin ich ein alter Kumpel von ihm und ich bin der, der ihn gezwungen hat, das Spiel zu spielen. Ja. Wegen dem mache ich das Ganze hier und verkackt total. Also dafür hat er keine Schuld, dass ich so keine Skills habe, denn es sind ja meine Skills, ne? Ich werde auch versuchen, nicht zu spoilern oder ihm irgendwie zu helfen. Ich lache ihn nur aus die ganze Zeit. Genau, er ist jetzt nur da, um einfach mal die Facepalms zu verteilen, die ich natürlich nicht sehe, wenn ihr die macht. Falls euch wundert, warum er jetzt ein anderes Schild trägt, ich habe ihm einfach mal gesagt, dass er den ganzen Scheiß, den er nicht benutzt, ablegen soll. Genau. Er ist halt meine moralische Unterstützung und ein Berater, was darum geht, zum Beispiel, habe ich schon gemerkt, dass ich die Feuergüterseele einfach mal so eingesetzt habe und dann von ihm erfahren, dass das der größte Scheiß ist, den man jemals machen konnte. So ziemlich, ja. Und er wird mir jetzt helfen, weil wir spielen das ja blind hier, also beziehungsweise ich spiele das ja blind. Ich habe es ja zuvor noch nie gespielt, aber es gibt wirklich schon Probleme bei einigen Gegenständen. Da habe ich schon gemerkt, dass es ein bisschen doof ist, blind zu spielen. Er wird mir einfach nur sagen, nee, lieber nicht einsetzen. Er wird mir zwar nicht sagen, wozu der nachher gut sein soll, aber wenn es halt einen Gegenstand geben wird, wo ich dann nachher nicht weiß, ob man den einsetzen soll oder nicht, wird er mir halt eine kleine Gedankenstütze geben und sagen, nee, heb mal lieber auf oder so, Du damit ich laberst hier zu nicht. viel. Ja, so, wir sollten mal lieber weiterrennen. Das Problem ist auch schon so ein bisschen her, als ich das letzte Mal Dark Souls gezockt habe. Und ich weiß auch nicht jetzt hundertprozentig, wo er hin muss. Ja. Auf jeden Fall haben wir den halt gerade wieder besiegt und aber da waren wir ja schon, also Da hier. warst du schon, ja. Ah, hier war der Gefangene, ne? Mann. Ja, da war Mr. Golden Dude. Was? Wer? Der goldene Typi. Ach so, Golden Dude. Ah, ich hab Golden Dude verstanden. Das ist jetzt nicht wahr. Der ist abgehauen mit unserer Belohnung, der liebe Typ. Jetzt spoilere ich mal ein bisschen für die, die sich schon kennen, wenn wissen warum. Der wird dich noch so ein bisschen mehr ärgern, der Typ. Der wird mich noch mitnehmen. Toll. Du wirst ihn hassen. Ich habe ihn jetzt schon hassen gelernt, um ehrlich zu sein. Kann Gelten. das mal kurz sein? Nur eine kurze Frage an dich. Dass diese Typen, diese Zauberer weg sind, wenn man die einmal besiegt hat? Der hier war ja. Okay. Weil, ist mir gerade so aufgefallen, der ist nicht mehr, gar nicht mehr hier zu Gange. Im Gange. Ja, es war halt einer von den stärkeren Gegnern, die verschwinden, wenn man sie einmal killt. Ach so. Genauso wie Großschild und Morgenstern. Ich weiß nicht, wie man die Ist nennen ja soll. nicht dieselbe Person, aber egal. Also ich kenne die Namen auch nicht. Die werden halt nirgends angezeigt. Das Einzige, was man weiß, ist irgendwie aus dem Internet. Ja, was ich ja nicht habe. Meine Videos lade ich alle über meinen Ura-Korbel-Modem hoch. Das ist eine super Aktion. Wunderschön. Ist sie gerade mit einem Schlag gekillt? Weiß ich nicht. Er hat mich gerade mit Oh, einem Schlag bisschen. gekillt. Ja, toll. Kann es sein, dass wir gestorben sind? Ich bin mir da gerade unsicher. Nee, das sieht nur so aus. Verdammt! Da muss ich schon so ein bisschen mehr bringen, um zu sterben bei Dark Souls. Das ist doch so leicht, das Spiel. Ja. Verdammte Troller. Ich habe übrigens vergessen, Bescheid zu sagen, dass wir aufnehmen. Wir werden sie einfach rausschneiden, wenn sie reinkommt. Denn wir befinden uns hier gerade bei mir zu Hause. Bei meinen Eltern. Bei der Mutti. Genau. Ich wohne sonst nicht bei Mutti. Aber mehr verrate ich nicht. Wo ich bin und so, ne? Geheim. Wir sind in der Batman-Basis. Batman haben wir getötet, ne? Nur so nebenbei. Auch hier kein Genau. Schwein mehr. Der hat auch so einen Sprachfehler, der redet immer so ganz komisch. Immer so tief. So, renne ich überhaupt richtig? Ja. Wo soll ich überhaupt hin? Willst du mich jetzt mal deine Seelen wiederholen? Wo war das noch gleich? Fahrstuhl.
Ach ja. Sowas mache ich auch. Ihr wollt ihn, glaube ich, nicht sehen, dass er hier 10.000 Mal im Kreis rennt. Ja, ich habe das Problem in diesem Spiel, dass ich da manchmal nicht durchsehe. Es sind so viele Abzweigungen und so viele Wege. Und du bist gerade mal im ersten Abschnitt. Ja, das ist schon gleich gruselig. Und der Fahrstuhl quietscht übrigens. So, die Frage ist jetzt, wo wir am besten hingehen als nächstes. Die Glocke hat er ja betätigt. Die Seelenbahn hier vorne, ne? Ja. Da ist die Pfütze. Ich habe immer Angst, in den Rücken zuzukehren, weil die ja ziemlich oft es schaffen. Oh, da waren... Ach so, wir haben das ja auch aufgebessert, ne? Deswegen sind sie mit einem Schlag tot. Ja, weil das letzte Mal, wo ich die ja gekämpft habe gegen die, da hatten wir noch das Schwert noch nicht mal plus 1 gehabt. Da hattest du, glaube ich, nur die halbe Bar, oder? Genau. Ach nee, du hattest auch einmal kurz... Ah nee, genau, Schwert, ja, ich habe einmal kurz mit dem Claymore gekämpft, aber wir hatten es noch nicht geplust. Jetzt haben wir es ja plus 6 oder so, glaube ich schon. Oder plus 5. Und zur Information, ich gucke auch das Let's Play, schaut es weiter oder ich komme zu euch und bringe euch an. Ja, ich habe so viel Freizeit. Ich werde übrigens, ne, das Video wird wahrscheinlich vorher da sein, natürlich wird es wahrscheinlich vorher da sein. Ich habe vor, ich glaube, das weiß auch hier mein Kumpel, der gerade neben mir sitzt, gar nicht. Ich habe vor, ein Werbevideo zu drehen, yay. Und zwar nicht zu drehen, sondern ich werde einfach nur ein paar Szenen nehmen aus den vorhandenen Let's Plays, zusammenschneiden und halt dämliche Kommentare dazu schreiben. Kurz gesagt, er ist zu voll, was Neues zu machen. Ja. Ja. So, schneiden wir raus. Also, ne? Ja, egal. Das lassen wir auch drin, das ist ja auch lustig so. Ja, das hat uns jetzt so ein bisschen... Nee, ist egal. Ja. Wir lassen es drin. Oder ich werd nur das Tschüss rausschneiden, weil von mir das gerade schlecht und so. Und, 43. Ja. Ich werde übrigens gerade angeschossen. Sowas ist schlecht, wenn die Mama reinkommt und reden möchte. Ja. Besonders über meine Schuhgröße. Ja. Gut, haben wir wieder was Lustiges gelernt. Wir heilen uns, weil ich wurde gerade verfolgt von Monstern. Und so. Sollte ich eigentlich hier lang? Am besten guckst du mal. Items, hast du einen neuen Schlüssel oder so bekommen, den du nicht benutzt hast? Ich gucke eigentlich kaum, um ehrlich zu sein, hier rein. Ja, kaum hier rein, ne, wie man schon sieht. Was man auch gerne mal machen sollte, ist hier. Da kann man nicht so. Na, okay, das kann man jetzt nicht lesen. Da kann man so ein bisschen was über die Schlüssel erfahren. Da, ich sehe gerade. Oh. Anwesenschlüssel, ein Geheimschlüssel. Der Zweck dieses Schlüssels ist unbekannt. Den hast du schon benutzt. Den Kellerschlüssel öffnet einen schmalen Durchgang, aber das ist so schlecht. Ich lese mir vor. Der dich unter der großen Brücke hindurch in die untere Stadt der Untoten führt. Die untere Stadt der Untoten ist ein tückischer Ort. Wende den gerissenen Dieben und den wilden Hunden, die dem Ziegendämon dienen, niemals den Rücken zu. Deinen Rücken zu. Ja, ich habe das schon oftmals gemacht, den Rücken zugewandt. Ich habe auch gelernt, das sollte man... Hat man schon gesehen. Ich habe gelernt, das sollte man niemals tun in diesem Spiel. Das war auch vorhin Absicht, damit er das euch nochmal zeigen kann. Genau. Damit ich die Information nämlich jetzt neu dazu kriege und sagen kann, ich töte. Ja. Also was ich jetzt schätzen würde, ist, dass das hier die Brücke ist. Ach, da war doch eine Tür, ne? Ich frage mich, wo der Drache hin ist. Der soll da eigentlich wieder auftauchen. Ja. Den habe ich besiegt. Hast du das nicht gesehen im letzten Part? Beziehungsweise in der letzten Aufnahme? Er hat ihn nicht nur getötet, er hat ihn komplett ausgelöscht. Seine ganze Existenz. Der stand da oben und als ich das Leuchtfeuer aktiviert habe, dann kam er diese komische... Dachte, da ist er wieder. Ja. Ja, ich glaube, der wollte auch was dazu sagen. Ich wollte eigentlich sagen, das Lagerfeuer hat ihn, oder Leuchtfeuer hat ihn ausgelöscht. Und, aber der hatte nur Urlaub gemacht, wie es aussieht. Genau. Und ich habe jetzt ein Problem. Ich möchte gern weiterlaufen. Aber er will das nicht. Lauf schnell. Lauf. Wir werden ihn einfach mal besiegen, ne? Liebe das Freunde. Das kann lange dauern. Renn weg. Der Part wird heißen, der Drachenkampf. Martrox und der Drache. Na guck mal, so kann man ihn doch besiegen. Also ich, ne? Ja, das soll Ewigkeiten. Aber ich habe doch ein plus 6, 5, 5, 6 Schwert.
56! Das war trotzdem Ewigkeiten. Ich sehe seine Lebensleiste ja nicht. Ist man denn. Ich glaube, ich auf der anderen Seite gehen. Ist man. Eigentlich du hast auch ein Schwein, weißt du das? Ja, ist man hier eigentlich in Sicherheit? Vor dem? Also, ich habe den nicht im Nahkampf gemacht. Ich als alter Demon's Souls Veteran habe ein paar hundert Pfeile und einen Bogen genommen. Ja, und ich lerne gerade sein heißes Temperament kennen. Ja, du scheißt du das? Spammt. Ja. Lauf weg. Auf dich zu heilen und mach das immer wieder. Okay, wir laufen mal runter in den Gang. In den alten. Du weißt genau, was du noch machen willst. Der tötet mich doch jetzt. Ich glaube, der ist dir einfach überlegen. Gut, dann holen wir jetzt die Seelen auf jeden Fall wieder zurück. Wenigstens wissen wir, dass der Wache wieder da ist. Ja. Ich habe nämlich jetzt eine Vermutung, wo du sagtest, Schlüssel zu untoten Dings. Es war doch gegenüber, also da waren noch zwei Türen, eine, wo ich rausgekommen bin, um Solar kennenzulernen. Gegenüber war doch noch eine, oder nicht? Oder irre ich mich da jetzt? Ist schon wieder weg, ne? Ja, lauf schnell, bevor er wiederkommt. Lass die da einfach doof rumstehen. Ich hoffe, dass du keinen Fall in den Rücken bekommst. Und genau so. So wie jetzt? Das war auch nur zum Zeigen, ne? Damit ihr wisst, genau. Was im Fall unten macht. Du hast deine Seelen vergessen, glaube ich. Scheiße. Das ist egal. Das ach nee, ich meinte Scheibenkleister. Ja, aber hier bin ich ja gekommen und hier war noch eine Tür. Da, guck. Ah. Die meinte ich. Bei der war ich mir jetzt sicher, dass du meintest, dass ich die gehen soll. Und wieso kann ich die nicht zumachen? Ich will nicht, dass diese Passanten damit reinkommen. Lauf, schaulustige. Die sind so faul, die kommen nicht hinterher. Ach so. Naja. Wenn euch wundert, warum die Qualität vielleicht so ein bisschen hallig und so ist. Wir haben mal ein neues Mikro genommen, damit wir uns beide aufnehmen können, weil wir hier technische Schwierigkeiten haben. Und sein toller Laptop nicht genug Anschlüsse für zwei Mikrofone hat. Richtig. Ja, ich nehme mit Laptop auf. Mit einem, nee, das piek ich raus. Nee, das sage ich erst gar nicht. Wäre nicht hier geflamed werden. Wieso der Laptop? Der ist doch voll doof. Ach, die liebe ich. So nervig die Kerle. Ja, war ja irgendwie komisch. So, wir sind wieder. Ich wollte gerade sagen, der lebt ja noch. Oh Gott. Bevor ihr jetzt verreckt den ganzen Weg nochmal läuft, du hast gerade eine Abkürzung verpasst. Eine Abkürzung? Ja. Welche? Hier runter oder was? Nein, wieder zurück. Wieder zurück. Okay. Ihr wollt bestimmt auch nicht sehen, wie er jedes Mal den ganzen Weg nochmal laufen muss. Da hoch. Es gibt hier keinen anderen Weg, oder willst du da runterspringen? Ja, hier so durch. Das ist super. Ja, es kann ja sein, dass ich wieder blind bin und was anderes wieder übersehen habe. Das wäre nicht so toll. Hier runter, ne? Ja, natürlich. Gut. Ich glaub dir nicht. Die Tür finde ich sehr blöd gemacht, weil die ziemlich knapp ist da. Wie du schon siehst, ne? Naja, ist leichtes Fall. Leichte Fallneigung. Ach, wir sind wieder hier. Ja. Das hat absolut zu Anrecht. Das sind so eine Art. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Adventure Maps von Minecraft, diese Checkpoints. Die führen auch immer hier so. Wir haben einen Checkpoint erreicht. Yay. Ja. Du hast jetzt wieder zurück, ne? Ja, natürlich, weil ich nicht weiß, wo ich jetzt lang soll. Ach so, ich soll jetzt. So, ja, wollte ich gerade sagen. Ich sollte. Da soll ich hin, ne? Oh, hab ich ein Glück, ey. Verdammt. Alter. Ich bin zu weit gelaufen, es tut mir echt leid. Ach so, ich sollte den bloß öffnen, um wenn ich sterbe. Ja, ich will das nicht alles nochmal von vorne sehen müssen. Ach so. Ich verstehe. Soll ich mal um meine Seelen wieder versuchen zurückzuholen? Nein, lass es. War nee, nicht genug, ne? Zum Glück hört man dieses dämliche Motorrad von draußen nicht. Ja. Oh. Ach, egal. Na?
Was war das? Kleiner Grafikbug. Da ist noch einer mit Pfeil gewesen, ne? Also mit Pfeil und Bogen. Genau der. Lass mich in Ruhe. Ich plündere dich. Eine Kapuze. Wann kriege ich eigentlich einen neuen Helm? Ich bin ein bisschen gemein und sag, dass du schon wieder was verpasst hast. Ach, ich hatte mir schon fast gedacht. Am besten bei Dark Souls ist es immer mal gucken, wo geht's weiter und dann nicht lang gehen. Und dann erstmal umgucken. Weil es irgendwie immer irgendwas gibt, was man verpassen kann. Ja, aber hier geht's nicht rein, guck. Da meine ich auch nicht. Da macht's nur Kling. Geh einfach mal zurück. Ja. Da drin war ich ja gerade, da war nix, oder? Ich guck mal rein. Die meine ich auch nicht. Okay, dann meinst du die auch nicht. Das sind die Türen, wo die Typen gerade drin standen. Aber hier. Hier ist. Das meinte ich aber nicht, ist mir egal. Was war das jetzt? Ein Kettenbester? Ich finde die Einrichtung so toll von den, von den Häusern. Ein Kettenbrecher ist ja richtig. Ja, diese Einrichtung ist richtig schön. Ja, also, da würde ich gerne drin. Also es erinnert mich an mein Zimmer gerade, wo wir hier aufnehmen. Ja, an den also Keller. Ohne Fenster irgendwas. Ich frage nicht, wie die darin überleben können. Die müssen doch ersticken. Die sind doch eh untot. Ja, stimmt auch wieder. Also von daher, ach ja, hier geht's dann noch weiter. Hallo. Ach nee, da geht's nicht rein. Ja, ich probiere mal immer in jeden Raum reinzugehen. Irgendjemand, bitte, lasst mich hier raus! So, helft mir doch! Hilfe, schließt die Tür auf! Verdammt! Ich bin erledigt! Wie konnte das bloß geschehen? Du bist doch irgendwie ein Arsch, ne? Du sagst dir nicht mal, dass du da bist. Und lässt ihn da rumheulen. Bam, 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 bam. Komm nicht auf die Idee, jetzt die Kisten kaputt zu schlagen. Erstmal ihn anreden, ne? Brilliant. Brillant, ihr habt die Tür geöffnet, oder mir die Tür geöffnet. Danke, ich bin gerettet. Ich dachte, ich würde niemals entkommen. Ich bin Grix von Windheim, ein Magier der. Na, kann ich so schnell lesen. Ich bin euer Willem. Danke euch, wenn meine Reise nun fortsetzen. Das ist ja schön. Ich würde gern wirklich die Kiste. Kannst auch mehr. Wie tritt man nochmal? Kannst du rollen. Rollen ist bei sowas immer die Kiste. Das wusste ich zum Beispiel auch wieder nicht. Dass man die Kisten reinräumen kann, wie so ein richtiger Idiot. Also, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber wenn jetzt. Oha! Ich habe komplette Zauberklamotten gefunden. Ja, aber da du kein Mage bist, würdest du das eher so ein bisschen scheiße finden. Und du hast einen Zauberstab gefunden. Kannst du auch gerne nochmal anlagen, die sagen auch mal was anderes. Achso. Ich weiß nicht, ob er sagt, was anderes. Oh, hallo! Mir geht es gut, ich werde mich eine Weile ausruhen und dann zum Schrein des Feuerbands zurückkehren. Ich habe meine Magie. Und beim nächsten Mal werde ich vorsichtiger sein. Außerdem habe ich. Irgendwie labern die mir zu schnell oder die Schrift geht mir zu schnell weg. Du redest zu langsam. Ich lese einfach zu langsam. Na? Oh. Jetzt kommen die kleinen Fackelträgerchen. So. Sah ja momentan ein bisschen schlecht aus für mich. Für den ersten Moment. Und alle mit einem Schlag umgehauen. Ja, man nennt mich auch das tapfere Schneiderlein mit 7 auf einem Streich. Das sind nur 3. Das waren für mich aber 7. Doppelte Menschlichkeit. Gleich einsetzen. Ach, geht ja gar nicht hier. Ja. Ach ja. Das ist zum Beispiel eine von den Sachen, die ich an Dark Souls so interessant finde. Sie einfach Sachen, die haben überhaupt keinen Sinn. Die einfach so da sind. Zum Beispiel, man denkt, die Tür da wäre für irgendwas sinnvoll. Aber nö, die ist einfach nur da. Eine Textur. Dadurch gibt es halt auch verdammt viele Gerüchte bei Dark Souls. Zum Beispiel genau wie diese komische Kette, die man einfach nehmen kann. Wo immer noch Leute denken, dass man damit ein geheimes drittes Ende kriegen kann. Aber nö, bisher kann man damit nicht wirklich viel machen. Ja, wisst ihr Bescheid, Leute, wir haben bald unser geheimes Ende. Ja. ja, aber. Ach, schade, ich dachte, ich kann in den Brunnen springen. Im Brunnen ist immer was Besonderes. Eine unterirdische Welt und so.
Aber da hinten ging es jetzt nicht weiter, oder? Also nein. Ich bin da gerade lang gegangen und da waren zwei Gittertüren. Also rennen wir jetzt weiter mit unseren 1094 Seelen. Freuen uns, dass wir am Leben sind. Noch? Nee, eigentlich sind wir ja untot, ne? Ich habe ja Menschlichkeit noch nicht eingesetzt. Müsste ich auch mal wieder machen, dann sieht man wieder unser hübsches Gesicht. Du meinst den Schweinekopf. Und in diesem Helm, ja. Du bist auch irgendwie ein Arsch, ne? Du hast Eberhard gekillt, den Kopf abgeschnitten und auf deinen Kopf draufgesetzt. Eberhard hat uns aber dafür in einem Part am Anfang übernommen. Seine Seele hat zu uns gesprochen. Und du denkst, deine Seele wollte, dass du ihm den Kopf abreißt und den dir aufsetzt. Genau. Ich habe gerade nur geguckt, was der für Viech. Ich dachte, der springt gleich raus und natürlich, beißt mir ins Gesicht, in die Hörner. Das haben Typen in Fässern so an sich. Einfach mal Sesamstraße gucken, da gibt es auch so einen. Ja. Oder, wie hieß der? Oh, wie hieß denn der? Das grüne Teil. Diogonesis, oder wie hieß der? Irgendein Philosoph, der hat doch auch in einem Fass gelebt, um den Menschen zu zeigen, dass halt, ne, irgendwie so, ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. Ich habe ja schon Legend of Dragoon über Diebesmasken und Lederrüstung geredet. Nein. Über die Höhlentheorie. Das geht 5 Minuten, hast du das angeguckt? Am Ende eines Parts rede ich 5 Minuten lang nur über die Höhlentheorie. Und es passiert nichts in dem Spiel. Es passiert rein gar nichts. Man sieht bloß das Menü und ich rede. Wenn ihr wollt, dass er die Fresse hält, ich kann ihn kurz schlagen, dann ist er ruhig. Nein, lieber nicht. Eine Nebelwand. Das heißt manchmal Bosskampf, aber hier denke ich mal eher nicht. Ich hoffe es nicht. Wir gucken nach. Ihr seid ja alle gespannt und noch einen Trank und so durch Nebel schreiten. Und falsch gedacht. Ja, ich liebe den Kampf. Ich liebe den Kampf so sehr. Ich liebe den Kampf. Ich bin übrigens gestorben. Hey, sind ja 2 Hunde. Wow, das merkst du ja früh. Das habe ich schon vorher gesehen. Ja, das war's jetzt. So, das war's mit dieser Aufnahme. Wir verabschieden uns. Das war's mit dem Spiel. Er hat's jetzt aus dem Fenster geworfen. Hä? Ey, dumm. Ich hätte jetzt an dem anderen Lagerfeuer eigentlich... Hättest du machen sollen. Hingehen sollen, ne? Hättest du machen sollen. Du hast mir gesagt, warum rennst du jetzt zurück? Deswegen bin ich wieder da weitergelaufen. Ja, ich hätte nicht dran gedacht. Tut's mir leid. Na, ist ja nicht so schlimm. Siehst du, das ist sogar noch... wirklich ein Blindspiel, weil unser lieber Kollege hier auch nicht so viel weiß. Ey, siehst du, da kannst du echt runter. So weit ist das gar nicht, du Weichei. Da hast du sogar noch ein paar Seelen bekommen. Siehst du, das war alles geplant. Ja. Da kriege ich die Alten auch zurück, ja, ne? Die sind vor der Nebelwand, oder? Oder sind die dahinter? Kommt drauf an, wie weit du reingelaufen bist. Ja, perfekt. So. Ich hab den Dämon gehasst. Der ist da. Der ist da gerade runtergelaufen. Ja, machen wir so gerne mal. Ne? Bin ich nicht der einzige Doofe. Ich erinnere mich noch, wo ich herauskomme. Wir sind menschlich und ich roll hier runter. Das war lustig. Ja. Die erste Menschlichkeit gleich wieder verloren. Durch den Hammer-Skill von mir. Ich sollte auch mal hier ab und zu mal anvisieren, ich meine. Wollte ich auch gerade sagen. Ich mach das, also ich weiß das zwar, dass es das funktioniert, aber immer wenn es im Kampf dann ist, dann vergesse ich das jedes Mal. Ja. Denke ich mir immer so, Mit der Waffe geht das noch, wenn du einen Speer hättest, wärst du ziemlich im Arsch. Das ist echt hier ein bisschen fatal, wenn du hier rausrennst und nicht daran denkst, dass hier dieser Abgrund ist. Manchmal passieren wird ja sowieso nichts, man landet ja, aber wenn man sprintet. Lauf schneller! Achso, ja. Aber wenn man da sprintet, ist man, glaube ich, ein bisschen am Popo. Und den Abschied kennen wir ja. Ja, jetzt sind wieder alle da, ne? Ist halt Dark Souls. Aber so schwer waren die dann auch sehr nicht, ne? Oh. Und Backstab. Geil aufgeschlitzt. Was euch jetzt aufgefallen ist, er hat ihn die Kehle mit der verkehrten Seite des Messers aufgeschlitzt. Also dürfte ich eigentlich gar nicht tot sein. Eigentlich, aber naja, wir sind mal nicht so kleinlich hier. Was ein lustiges Spiel. Es macht Spaß, aber der Weg ist
Wie unser netter Freund Xavier mal sagte, dieser Weg wird kein leichter sein. Ich glaube, der hat das Spiel gespielt. Ist auch so ein alter Zocker. Sind nicht älter als das Spiel? Nein. Wow, eine dreifache Kombo. Ich glaube, sie sind besser als du. Die sollten hier die Viecher killen. Ja, ja, ich habe auch gerade überlegt, ob ich die nicht vielleicht hier so verzauber und sage, hier Leute, macht mal für mich den Boss da hinten. Das geht sogar, aber das ist ziemlich nutzlos, muss ich sagen. Ich. Oder was meinst du jetzt? Ja, wir lassen es einfach dabei. Ja, wie ihr gehört habt, ich bin ziemlich nutzlos. Trinke einen Trank und lass mich gleich wieder hauen. Also, wie ihr schon merkt, ich bin nicht so die größte Hilfe, ist auch Absicht. Wir gucken das ja nur, um zu sehen, wie er verreckt. Gib's doch alle zu. Ja. Wir wollen ihn leiden sehen. Ach ja, und die werfen kleine Messer und nicht Fallen. Merke schon. Und die vergiften ein bisschen, oder? Oder war das auch vom Hund, das Gift? Nee, das ist Blutung, kein Gift. Also das ist jetzt Blutung. Das sieht alles gleich aus. Also wenn die lila eine Leiste voll ist, dann ist das immer was anderes. Nee, das Zeichen ist ein bisschen anders, das fällt nicht so auf. Und alle greifen wieder. Und Backstep. Wunderschön. Nein. Wenn er aufsteht, greifen ihn die Hunde wieder an. Ja, natürlich. Ganz knapp überlebt. Ja, das Doofe ist, jetzt haben wir wieder nur gute Besser. Jetzt haben wir zwar 5 Estus-Flacker oder S2-Flacker. Ich bin mal nicht so mies. Ich sag nochmal, was ich vorhin gesagt habe. Na? Wenn du siehst, dass es weitergeht. Renn durch, ja. Okay. Ja, schau dich erstmal um. Aber egal, renn einfach normal zu dem Festteil hin und krieg's auf die Fresse. Oh! Ich wollte da die Treppe hoch. Genauso ging es bei mir. Du sagst bei mir, das ist mal auch raus. Hui, Karussellfahrt. Du hast sogar noch mehr Rüstung als ich um Erleben als ich damals. Ja, das liegt daran, dass ich ein Special gemacht habe und trainiert habe. Ja, als ich da rein bin, haben die mich sofort ins Stunlock genommen und ich habe auf die Fresse bekommen. Soll ich so ein Special machen hier raus? Lauf! Also ich glaube, die werde ich jetzt trotzdem nochmal vernichten. Wieso vernichten? Weil du doch verletzt? Weil die mich davor dreimal geschlagen haben und das würde ja an... Ich dachte, du wolltest ein bisschen... Nee, wenn... Kosten über niedere Gegner. Nee, also wenn wir jetzt hier nicht weiterkommen und ich 500 Mal sterbe, dann werde ich wohl ein Special machen müssen mit Training und so wieder. Wird wohl nicht anders möglich sein. Nebenbei spielen wir dann Rocky-Musik, ne? Ja. Wird so ein bisschen besser. Solltest wirklich mal aufhören, die ganzen Kack von den Fußteilen aufzusammeln. Wie viele von den Höhlenschilden hast du denn schon? Weiß nicht, ich denke immer, man kann hier verkaufen, dann wird man aber immer bewusst, hier gibt es eh nur Seelen. Man kann wahrscheinlich keine Seelen kriegen, wenn man irgendwie was verkaufen sollte, weil das wäre... Man kann später so einem Typi was geben, der frisst die denn, aber wirklich viel kriegst du dafür nicht. Ich glaube 100 Seelen oder so. Also da, Ja, 100 Seelen und dann war's das. Freut er sich seines Lebens. Ja. Das ist ja schön. So, aber hier die Stelle ist auch eine der wenigsten, die ich mag, aber wir haben ja hier, ne? Typen wie dich können wir nicht besonders gut leiden. So. Da kommt schon der nächste. Die nächsten. Die nächsten. Und zwei auf einmal. Läuft doch ein bisschen besser. Ja, bei jetzt habe ich ja langsam raus, was hier kommt. Ist der tot? Nee. Doch, der ist tot. Als ich gerade noch so bewegt guckt, der labbelt da so rum. Ja, das ist die tolle Physik in der Welt von Souls, also Demon Souls und Dark Souls. Die Souls. Erinnerst du dich noch an die Souls? Ja, das ist eine andere Geschichte. Du machst schon wieder dasselbe. Willst du mir eigentlich hier... Ja, ich mach schon wieder dasselbe, weil ich den jetzt besiegen kann. Ah, du meinst?
der kommt ja auch auf. Nee, der bleibt da unten stehen, weil er Lust hat drauf. Ich dachte, der ist zu dick dafür. Okay, dann renne ich jetzt mal woanders lang und guck mal. Hey, der hat einen schönen Kopf. Ja. Der ist voll hübsch, ob er mich heiraten will. Und wir erreichen 30 Minuten. Ja, aber ich nehme immer eine Stunde auf und schneide das dann auf 30 Minuten Parts. Das kannst du auch machen. Das mache ich eigentlich immer so. Ups. Aber dann entsteht immer dieser mittlere Streifen hier. Also sollten wir, können auch irgendwann mal festlegen, einfach Tschüss sagen. Auch wenn zwei Parts sind. Ja, wir können uns auch sonst... Endet es plötzlich nicht mittendrin. Ja, dann das machen. Dann machen wir das jetzt ab sofort. So, ich stelle mich jetzt wieder rein. Machen das genau jetzt. Nee, wir verabschieden uns einfach nur. Wir machen einfach hier Tschüss und so. Und nee, noch nicht. Der wollte auch nochmal Tschüss sagen. So. Ich sag jetzt gar nichts mehr. So, jetzt aber. So, macht's gut, ne? Hier so, bye bye. Ne, tschüss. Nee, ich protestiere. Was? Nein, ihr könnt nicht machen.